Keine andere Begegnung stößt in der NFL Europe League auf vergleichbares Zuschauerinteresse wie die beiden Punktspiele zwischen Frankfurt Galaxy und Düsseldorf Rheinfire. Ob ins Rhein- oder ins Waldstadion, 35.000 bis 40.000 Fans durchschnittlich pilgern zu den Derbys der beiden Rivalen, Tendenz steigend. Doch der organisatorische Aufwand für ein Football-Ligaspiel ist ungleich höher als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga, wo die Fans zum Anstoß kommen und nach dem Schlusspfiff gleich wieder gehen. Football-Fans sind auch Party-Fans, die bereits Stunden vor dem Spiel die Kampfarenen umlagern. Und die wollen verpflegt und unterhalten werden. Dann stellt sich schnell das besondere Fan-Feeling ein. Das Stadion ist voll, die Stimmung ist klasse, es ist einmalig, das muss man erlebt haben. Die Emotionen gehen dann hoch beim deutschen Derby und heute wollen wir es den Düsseldorfern nochmal richtig zeigen. Man gehört zum Team oder besser gesagt, man steht zu seinem Team, man muss einfach dabei sein. Die Rivalität der beiden Kontrahenten, sie wird bereits vor dem Spiel ausgetragen. Nicht nur besser spielen, auch besser feiern ist ein Vergleichskriterium. Warum fahrt ihr da extra nach Düsseldorf? Ja, weil es immer eine Riesenparty ist und weil wir hier sehen wollen, dass wir in Frankfurt eigentlich eine viel bessere Party machen können als in Düsseldorf. Fans in Weinrot sehen das anders und bevorzugen in aller Regel den Mittelpunkt der rheinischen Vorfeldaktivitäten, die Feierparty. Für Frankfurter Augen und Ohren eher ungewohnte Sinneseindrücke. Andere Showbestandteile gibt es auf beiden Partys. Die Cheerleader tanzen in verschiedenen Farben, doch für die gleiche Klientel. In Düsseldorf heizen die Pyromaniacs den Fans ein. In Frankfurt, auf dem Gegenstück der Feier, nämlich der Power Party, ist das die Aufgabe der Frankfurt Galaxy Cheerleaders. Und die kommen dieser Anforderung nicht weniger talentiert nach. Eine Vielzahl von Aktivitäten findet sich im Umfeld beider Stadien, um die oft stundenlange Wartezeit bis zum Kickoff zu verkürzen. Ein Angebot, das besonders Familien mit Kindern zu schätzen wissen, für die ein gemeinsamer Stadionbesuch sonst eher mit Problemen behaftet ist. Tausende von Menschen zu verpflegen, für ihre Kurzweil und Unterhaltung zu sorgen, ist eine Aufgabe, für die beide Clubs Hunderte von Mitarbeitern beschäftigen und die vor beiden Stadien gleich gut funktioniert.